Sodala und damit auch schon wieder willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ganz richtig, beim Looten hier in der verbrannten Stadt. Und genau da möchte ich auch heute weitermachen, denn guten Loot kann man nie genug haben. Und von daher schauen wir uns auch gleich mal dieses Gebäude hier an. Das müsste der Bestatter sein. Mal gucken, was es da drinnen Schönes gibt. Oder ob es da was Schönes gibt. Schauen wir mal. Okay, wieder viele Särge. Machen wir auch hier mal kurz auf. Gut, hier ist schon mal nix. Das ist schon mal schön. Kein Zombie in Sicht. So mag ich das. Okay, Medizinschränke sind leer. Waschbecken ebenfalls. Bis auf die paar Kaffeebohnen. Okay, und da haben wir das Übliche drin. Nun gut. Fangen wir hier mal an. Mit den ganzen Särgen, ob sich da noch was finden lässt. Ui, ein bisschen Kleber. Okay, Schwarzpulver. Hier haben wir nix. Bisschen Cash. Und nochmal Schwarzpulver. Ui, hoppala. Da habe ich wohl jemanden geweckt. Ah, nimm das. Und das. Da schläft noch jemand. Gut, auch erledigt. Uiuiui, hier wuselt es ja direkt. So, auch Geschichte. Bleibt nur noch die hier. Perfekt, supi. So, zombiefrei anscheinend, oder? Ist da noch jemand? Nee, schaut gut aus. So, was hast du denn für ein schönes Maudley Bread? Nehmen wir auf alle Fälle gleich mal mit. Kein Platz im Inventar, das ist schlecht. Müssen wir gleich mal gucken. Da muss ich irgendwie Platz schaffen. Habe ich irgendwas? Jagdgewehrteile, Pistolen, Verschlussgehäuse. Old Cash können wir gleich mal scrapen. Und ansonsten, hahaha. 13 Holzscheite, weg damit. Gut. Rest lassen wir mal so, wie es ist. Okay, hier noch was zu futtern. Auch nicht verkehrt. Nehmen wir gleich mal. Ah, die sind draußen, die Zombies. Deswegen. Das habe ich mir schon gedacht. Höre ich hier Gespenster? Aber nee, die sind draußen. Gott sei Dank. So, in den Särgen. Was gibt's hier? Wieder nichts außer Schwarzpulver. Genauso wenig. Okay, da ist auch nichts dabei. Kerzen wird es hier allerdings geben. Ein paar Kerzen wären gar nicht verkehrt. Damit könnte ich mir die Höhle zu Hause ein bisschen ausleuchten. Was schmeißt man jetzt dafür weg? Beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ich könnte ja auch was essen. Machen wir es halt so. So, scrappen. Dann nehmen wir die alle mal mit. Braucht sowieso keiner mehr hier. Von daher wird mir das keiner nachsehen, wenn wir die alle mitnehmen. So, hier noch einpacken. Zack. Und zack. Supi. Dann nix wieder aus hier. Bevor noch mehr Zombies kommen. Gibt's vielleicht hier auch noch irgendwas zu looten? Was denn das denn? Ha. War ich da drinnen? Von dieser Seite aus gesehen? Muss ich dir denn mal gucken? Das schaut mir eher aus wie so eine Art Nebengebäude. Oder täuscht das vielleicht auch nur? Hier ist Cobblestone. Aha, da gibt's noch was zu holen. Ah, okay. Das ist die Leichenkammer. Deswegen also. Nun gut. Schauen wir uns auch gleich mal an. Leere Dosen braucht man nicht mehr. So. Ah, das kann ich angucken. Leichenhallenschrank. Kerzenhalter aus Messing. Unverrottetes Fleisch. Ja, lecker. Okay. Nochmal verrottetes Fleisch. Wieder nur. Nun gut, die Kühlung ist ausgefallen, von daher kein Wunder.
Aber das stinkt wahrscheinlich bestialisch. Pfui Teufel, raus hier. Bäh. Muss nicht sein. Alles muss ich meinem Charakter hier auch nicht zumuten. Da, ab durch die Hintertür. Nochmal Kerzenhalter. Gut, da gibt's nichts. Kann ich hier aber irgendwie nach oben vielleicht? Gibt's da noch was? Ja. Klopf nur ran an die Tür. Da wird dir keiner öffnen. Da, gut. Auch gelootet. Sehr schön. Wo ist mein Minibike? Ich muss Zeugs loswerden. Sonst können wir nicht anständig looten gehen. So. Öffnen. Kann ich noch irgendwas scrapen? Beziehungsweise brauche ich irgendwas überhaupt nicht? 3 Nitratpulver. Weg damit. Ansonsten, die Kopfbedeckung kann eigentlich auch weg. Genauso wie das, genauso wie das. Gut. Also, das legen wir weg, das legen wir weg, das legen wir weg. Und die können wir eigentlich auch weglegen. Gut. Und das restliche Zeug ist eigentlich alles auch, was sich noch stacken lässt. Schauen wir mal, gibt es da noch irgendwas? Nee. Okay, gut. Dann fahren wir ein bisschen weiter. Mal gucken, was da noch alles so Schönes kommt. Der Kran hier, der würde mich ja schon interessieren. Allerdings geht schon da verdammt weit nach oben. Jetzt loot mal als allererstes mal wieder die schöne Kindertagesstätte hier. Und dann schauen wir uns später mal ein bisschen da oben auf der Baustelle um. Denn interessant schaut das auf alle Fälle aus. Hier geht schon mal eine Treppe nach oben. Und wenn ich das da oben richtig sehe, gibt es da oben Kisten, oder? Wow. Wo kommst du her? Schäm dich. Hinterrücks werde ich ja angegriffen. Ja, und infiziert. Ja, ganz klar. Hat mich auch mehrmals getroffen. Nun gut. Dann kann ich wenigstens gleich mal den Blutbeutel benutzen. Aber wieder einen Platz mehr. So, ja, ich wollte gucken, was es da oben gibt. Also das müssten fast Kisten sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, wird interessant auf alle Fälle. Okay, Eisenschaufel, auch gut. Na, gucken wir mal wieder in der Kindertagesstätte, was es da Schönes gibt. Viele Bücherregale auf alle Fälle. Und wahrscheinlich auch genauso viele Zombies, dachte ich es mir doch. Du kannst gleich liegen bleiben. Hui, Schrotflintenpatronen. Raketenwerferbauplan. Und noch eine Quest. Schauen wir uns die doch gleich mal an. So, einmal lesen. Töte ein paar Hirsche. Nehmen wir gleich mal an. Was haben wir noch? Töte ein paar Zombiehunde. Gut, nehmen wir auch an. Auf alle Fälle. Ui, und da liegen noch mehr Zombies. Oh verdammt, der ging daneben. Na komm her. Oh je mini. Bleibst du weg? Plopp. Der Kopf ist explodiert. Okay, auch tot. Bleibt nur noch einer. Oder eine. Na komm her. Zack. Und noch ein Pfeil. Ui, hinten anscheinend. Will jemand eindringen? Wieder so ein Hazard-Zombie. Nicht mit mir, mein Freund. Dieses Mal nicht. Da, mitnehmen. Gut. Alles zombiefrei, so wie es ausschaut. Das heißt, jetzt können wir uns erstmal in Ruhe ein bisschen umgucken. Was haben wir denn hier? Cowboy Boots. Grün. Sind die besser? Nee, sind es nicht, weil ich blaue anhab. Na gut, dann machen wir mit denen. Oh, was machen wir jetzt damit?
Ich muss mir fast noch eine Kiste bauen. Ich habe schon wieder so viel Loot. Weiß aber nicht, was ich wegschmeißen soll. Jucker sieht. Der kann weg. Nehmen wir mal mit. Okay, das brauche ich alles nicht. So, Bücherregale. Eisenhandschuhe, bereits bekannt. Papier. Da haben wir nichts mehr. Genauso wenig. Mal gucken, vielleicht ist in den Unterschränken noch was Gutes. Gläser brauche ich nicht. Wieder Gläser. Ui, mal zur Abwechslung eine leere Dose. Noch eine leere Dose, auch gut. Okay, es geht munter weiter mit leeren Dosen. Gläser mal wieder. Ui, ein Wasser zur Abwechslung. So, eine Kartoffel. Essen wir gleich mal. Halt, nehmen wir mit. Nitratpulver brauche ich nicht unbedingt. Und sonst haben wir sowieso nichts mehr. Gut. So, noch geschwind eben die obere Reihe hier looten. Wieder nur Gläser. Kornmehl. Und was haben wir hier noch? Auch nichts. Okay. Nun gut. Hier haben wir schon die beiden. Bleiben noch die restlichen Bücherregale hier. Vorschlaghammer. Cool, aber leider schon bekannt. Genauso wie der Raketenwerfer. Na, 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 na. Nicht randalieren. Na komm. Gut. So, sonst noch jemand hier? Nee. Okay, wieder Vorschlaghammer. Painting Forks kennen wir auch schon. Okay, da ist noch ein Zombie. In der gegenüberliegenden Toilette. Ah, scheint die Herrentoilette gewesen zu sein. Einmal Damentoilette, einmal Herrentoilette. Gut. Okay, wieder Eisenrohre. Nochmal Vorschlaghammer. Wie viele Vorschlaghammer haben wir denn hier drin? Okay, trübes Wasser und da oben gibt es nichts, oder? Nee, nichts versteckt. Kein Secret. In dem Falle. Gut, dann sind wir hier auch durch. Aber ich will trotzdem nochmal kurz auf den Spielplatz gucken. Denn da gab's da was? Nee, da gab's nicht, gell? Da gab's nur diese wunderschönen Rutschen. Hui! Die mir schon damals ganz gut gefallen haben. So. Aber mehr gibt's auch hier draußen schon gar nicht. Von daher weitergehen, weiter looten. So, Angelblei. Kurzes Eisenrohr. Kann alles weg. Braucht man alles nicht. Okay, gut. Ist es da hinten auch eine Stadt? So weit war ich ja noch gar nicht. Ist es eine zweite Stadt anscheinend? Schauen wir kurz an den Stadtrand. Ja, das schaut ganz stark nach noch einer Stadt aus. Eieiei, also die Arbeit geht nicht aus. Da hinten schon wieder eine Stadt in Sicht. Wieder ein riesen Hochhaus. Beziehungsweise sogar zwei Hochhäuser. Auch nochmal die Baustelle hier hinten. Und was das da hinten ist, keine Ahnung. Schaut mir aus wie eine Fabrik oder was. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich brenne, ich brenne. Gut, nicht mehr. Puh. Bei lauter Gaffen stelle ich mich hier ins Feuer rein. Auch nicht gerade zielführend. Nun gut, und da drüben ist nur endlose Pampa. Nichts zu sehen. Aber nun gut. Also wir haben noch einiges vor uns. Was ist denn das dann eigentlich für eine Stadt? Mal kurz gucken in diese Richtung. Ah, das ist die. Nee, die habe ich schon. Dachte ich es mir doch. Die kommt mir so bekannt vor.
Das ist die Wüstenstadt, jetzt da. Da habe ich mich jetzt verguckt und falsch orientiert. Ah, okay. Naja, immerhin. So, looten wir aber trotzdem noch diese beiden Gebäude hier. Gehen wir da als allererstes mal rein. In das schöne Einfamilienhaus. Was gibt's da noch Schönes? Guck, guck, jemand zu Hause? Ah, anscheinend schon. Der Hausherr. Ui, und da oben auch noch jemand. Okay, der ging daneben. Der genauso. Habe ich ihn? Ha, perfekt. Kollege, dein Hals schaut irgendwie ungesund aus. Wenn ich dir das mal so sagen darf. Vielleicht solltest du mal einen Besuch beim Doktor in Erwägung ziehen. Da ist noch ein Zombie. Aha, oben. Nee, 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 nee. Nicht so aufdringlich. Das mag ich nicht. So, Kohldampf. Haben wir immer. Runter damit. Okay, da haben wir nix. In Waschmaschinen genauso wenig. Ui, aber vielleicht im Safe. So, Spannung steigt mal wieder. Vielleicht auch nur wieder Papier drin, wer weiß. Schauen wir einfach mal. Ui, ich sehe was Lilales. Jagdgewehrteile. Supi, das ist schön, sogar sehr schön. Was nehmen wir mit, beziehungsweise was lassen wir liegen? Lassen wir mal das Holz liegen. Und den können wir eigentlich scrapen. Brauchen wir nicht. So. Nun gut. Da gibt es noch eine Kerze. Nehmen wir natürlich auch mit. Wo bin ich hier stehen geblieben? Kühlschrank. Haben wir schon. Das haben wir auch schon, das haben wir auch schon. Wandofen. Nix drin. Genauso wenig. Immerhin was zum Scrapen und ansonsten nochmal Scrap-Zeugs. Warteschlange ist voll. Warum ist die Warteschlange voll? Weil sie belegt ist durch Holz. Gut. So, den habe ich auch schon im PKW. Nun gut. Okay, und die wollen anscheinend hier rein. Naja, lassen wir sie mal in Ruhe. Ihr Lieben, ich bin damit auch schon wieder am Ende dieser Folge von 7 Days to Die angekommen. Wie immer, danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.